Moin Leute, Harald wieder am Start. Heute will ich ein Reshiram-Team bauen und ich bin der Meinung, dass Reshiram eigentlich ziemlich gut ist. Aber ich habe gerade schon sehr viel mit Reshiram gespielt und ich habe nur aufs Maul gekriegt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wieso. Deshalb will ich heute mal ein paar Sachen ausprobieren mit Reshiram. Ich frage mich, wie könnte ein Reshiram am besten sein? Also es hat halt ziemlich gute Matchups gegen ziemlich viele Pokémon, zum Beispiel gegen Fuego, weil es halt übelst viel Schaden mit Erdkräfte macht. Es hat gutes Matchup mit Calyrex Shadow, weil man einfach Spukball droppen kann. Es hat gute Matchups in Zacian. Xerneas kann es auch recht gut wollen. Also ich frage mich gerade, wie könnte man Reshiram gut machen? Also ich glaube, die erste Sache, die man braucht, ist Speed Control. Die Frage ist, was für Speed Control? Ich wollte sogar sagen, Regieleki wäre gar nicht so schlecht. Ja, warum nicht? Warum nicht Regieleki plus Reshiram? Warum eigentlich nicht, Freunde? Thunderbolt, Electroweb, Volt Switch. Protect. Warum eigentlich nicht, Freunde? Wenn wir jetzt mal schnell in den Damage Calculator gehen. Huch. Wollte schon direkt Reshiram eingeben. Wenn wir jetzt Reshiram Blank Set haben gegen zum Beispiel ein Calyrex Shadow Choice Specs. Beide auf Level 50 setzen. Ne? Und sagen, wir hier sind auf plus 1. Da sind wir immer noch lange nicht schneller, ne? Wir haben nämlich 4 Speed-EVs. Lohnt es sich also mehr in Speed zu geben? Ne, auf keinen Fall. Nicht für das Teil zumindest. Was ist mit? Warte, erstmal will ich gucken, im Tailwind sind wir schneller, ne? Ja. Als nächstes würde mich interessieren, Zacian. Zacian Quant. Zack. Mit Jolly. Auf Level 50. Wenn wir jetzt sagen, wir haben plus 1, sind wir auch immer noch langsamer als das Teil. Um einiges meine ich. Das heißt, was ich mir vorstellen könnte. Lol. Als was sind wir eigentlich schneller, wenn wir das, die Combo haben? Ich weiß es nicht, Freunde. Vielleicht als Groudon. Also, ich glaube, als nächstes brauchen wir also auf jeden Fall einen Tailwind-Setter. Wer wäre interessant? Oh, wisst ihr, was geil wäre? Whimsicott. Yes, Sir. Warte, geben wir dir mal lieber einen Magnet fürs Erste. Whimsicott. Mit Focus Sash. Moonblast. Encore. Und jetzt haltet euch fest. Fake Tears, Freunde. Oh. Und dann natürlich Tailwind, oops. Nope. Zack. Ja, keine Ahnung, irgendwas davon. Zack. Timid. Ja, weniger davon, mehr davon. So. Das ist eine eklige Combo, Freunde. Das ist eine richtig eklige Combo. Jetzt brauchen wir irgendwas, was gut ist gegen diese ganzen ekligen Flug-Pokémon. Und ich habe da genau das Richtige für euch, Freunde. Und zwar gegen diese ganzen ekligen Boden-Pokémon. Was mir einfallen würde, ein Pokémon, was gegen ziemlich viele Flug-Pokémon ganz gut ankommt und auch Bizarro-Raum aufsetzen kann, wäre Cresselia, Freunde. Ja, Cresselia. Das muss so viel Speed haben ungefähr. Und natürlich ein Mental Orb.
Genau, und was wir mit Cresselia machen können, ist natürlich Trikarumaru rauszuhauen, Freunde. Und wir können ihm geben Ice Beam. Ne? Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viel Ice Beam von Cresselia Cresselia macht gegen Pokémon wie Landorus. Nehmen wir mal einfach Landorus. Gucken mal, Level 50. Level 50. Wie viel Schaden macht denn Ice Beam? Ice Beam. Ice Beam. 87% Min. Wenn wir das jetzt bisschen investieren. 100% Min bei 92 Angriffsinvestment. Oh, das ist aber naiv. Die meisten werden aber Teammit spielen. Das heißt, ja, das lohnt sich nicht so wirklich da rein zu investieren, würde ich sagen. Ja, lassen wir das mal ohne Investment, würde ich sagen. Nächste Pokémon, was mich interessieren würde, wäre Urshifu. Machen wir einfach Choice Scarf. Jolly. Ja, oder Teammit ist. Ne, nicht Teammit. Jolly. Level 50. Macht gegen Max Defense Cresselia gar keinen Schaden. Okay. Das heißt, Stand jetzt ist, wir werden nicht getwohit KO'd von Urshifu, wenn wir nur maximale KP haben. Und was ist, wenn wir aber ein mäßiges Wesen spielen, aus irgendeinem Grund? Okay, Wickeblow one-shottet uns immer noch nicht. Das heißt, Max KP ist schon mal ein Muss. Was ist, wenn wir spielen gegen Kyogre? Kyogre's Water Spout macht 66%. Okay. Merken wir uns. Regieleki. Macht mit. Oder wir sollten eher Tornadus kalken. Tornadus. Tornadus T. Sagen wir mal, er ist timid und wächst Special Attack aus irgendeinem Grund. Sagen wir das einfach mal. Orkan macht, wenn wir auf Level 50 sind, 34% Schaden. Hol mal kurz den Taschenrechner raus. Rechner. 66 plus 34 ist genau 100%. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Spezialverteidigung als 4. Irgendwie verändert sich da nicht so wirklich was. What the fuck? Bisschen blöd jetzt. Rechnen wir mal lieber mit Kyogre. Kyogre. Ah, nicht Primal. Lol. Kyogre. Einfach ganz normales Kyogre. Warte, 252. Und die meisten sind ja auch noch Mystic Water, muss man bedenken. Das heißt, Miss Dig Water. Wir wollen nicht, dass das uns komplett hops nimmt. Mann, ey. Das ist, oh, dass man alles so selber eingeben muss. So. 79%. Okay. Wir wollen, dass das nicht killt, zusammen mit Hurricane. Das heißt, wir brauchen da eigentlich schon fast Max Bedarf. Gibt's hier irgendwo so Breakpoints oder so? Nee, nicht so wirklich wahr. Weil ich will halt nicht, dass mich Water Spout plus Orkan KO'd, ne? Prozent, Alter.
Sheesh. Wollen wir einfach 236 mal testen? Das ist ja das Maximum von dem, was ich haben kann, ne? Ach, ich habe vergessen, dem das richtige Wesen zu geben. Das heißt, plus Bedarf minus Attack. Moment, egal, machen wir es einfach so. Plus. Minus. Können wir auch hier machen. Können sagen, es ist calm. Das ist hier oben. Calm. Water Sport macht. Ohne Witz, ich glaube, ich spiele das so erstmal. Auf jeden Fall sowas wie Moonlight. Wahrscheinlich Helping Hand. Probieren wir mal das aus. So. Wogegen hat unser Team jetzt eine Schwäche? Unser Team hat jetzt eine Schwäche gegen dieses Kronospa-Teil, wovon dieses Calyrex, von dem alle reden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Unlicht-Pokémon. Außerdem hat unser Team eine Schwäche gegen Snarl. Was ist, wenn wir also das gute Obstagoon nehmen? Was ich für mein Koronospor-Team gemacht habe und einfach das wieder hier reinhauen, Freunde. Was ist dann? Jetzt brauchen wir immer noch was Gutes, anderes Gutes gegen Boden-Pokémon. Und gegen Kyogre. Gegen Kyogre sind wir okay aufgestellt. Gegen Sashin, ja, vielleicht noch was gegen Xerneas. Also vielleicht ein Steel-Type wäre ganz praktisch. Stack Attacker wäre natürlich richtig nice. Stack Attacker. Vielleicht auch sowas wie Kargoron. Oder. Ich mag Kargoron in dem Szenario. Oder wir versuchen einen Stahlboden-Pokémon wie Steelix. Das können wir mal ausprobieren, Freunde. Mit Castlebaby und Sturdy. Mit Body Press. Mit White Guard. Mit Iron Defense. Und mit Protect. Max KP, Max Defense, let's go. Und das Wesen wird sein. Ich könnte Relax machen mit 0 Speed. Das wäre, glaube ich, vorteilhaft. Ja. Probieren wir mal das hier aus. Ich habe mehr als einen Focus Code. Oh. Ja, in der Tat. Das heißt. Obstagoon braucht den Focus Code, das heißt, was gebe ich ihm? Auf keinen Fall den Eject Button. Mental Herb ist auch schon weg. Vielleicht Red Card? Nee. Wenn sie auf Mogelhieb gehen, können sie danach nochmal auf Mogelhieb gehen. Was kann man denen dann geben, wenn es kein Focus Code ist? Das macht uns jetzt ein bisschen schwierig. Wir können ihm keinen Focus Code geben, wegen Obstagoon. Können ihm kein Mentalkraut geben, wegen Cresselia. Vielleicht einfach mal eine Zitrusbeere. Keine Ahnung, mir fällt echt nicht ein, was wir da für ein Item geben können, Freunde, ehrlich gesagt. Okay, perfekt. Probieren wir mal das Team aus, Freunde. Bin sehr gespannt. Okay, wir kämpfen gegen Lunala Primarina. Das Gute ist, Reshiram geht einfach richtig hart in. Genauso wie Steelix. Na, nicht so wirklich. Ich glaube, ich würde gerne mit Reshiram leaden. Und. Cresselia eigentlich auch. Was, wenn ich mit Obstagoon leade? Und da Cresselia hinten drin habe. Und dann entweder Steelix oder Eleki. Gucken. Ich glaube, Eleki ist eigentlich ganz gut. Ja, nehmen wir mal Eleki mit. So, Reshiram. Das heißt, wir können direkt
versuchen eine Blue Flare zu droppen. Oder wir doublen einfach das. Ne, ich glaube, ich gehe einfach mal auf eine Blue Flare. Und auf Obstruct. Es wäre jetzt ein richtig guter Play, wenn er meinen Reshiram-Mogul hebt. Okay, sehr schön, Freunde. Nein! Bruder, wirklich? Oh nee, das ist. Ihr könnt gar nicht glauben, wie schlecht das ist für mich, Freunde. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie schlecht das für mich ist. Weil er kriegt jetzt einen Meteor-Beam raus, der übelst viel Schaden drücken wird. Und ich muss jetzt das Lunala doublen, um das. Oh mein Gott, nein. Das hätte wäre tot gewesen, ne? Das wäre so gut gewesen für mich, wenn er tot wäre. Mann. Okay, er wechselt es raus. Premium, Freunde. Mungas Beam. Okay, das macht gar keinen Schaden, Freunde. Das heißt, Lunala ist schon mal tot, Freunde. Rilla Boomer kommt wieder rein. Ich habe keine andere Wahl, als auf Blue Flare zu gehen oder auf Obstruct. Obstruct, Freunde. Ja, schade. Kommt der Double Up? Quasi. Also nochmal kommt Blue Flare raus. Und mit meinem Obstagoon würde ich sogar fast gerne das Item von Primarina abschlagen. Ich weiß nicht, was das für eins ist. Okay, Grassy Glide. Und Moonblast. In das Obstagoon. Was? Wow! Reshiram! Kannst du nicht treffen, bitte? What the fuck? Was ist das denn? Was? Muss ich dem irgendwie eine neue Brille kaufen oder was? Bruder, direkt ins Trainingslager mit Reshiram, Alter. Was ist das denn? Huch, man hat mich ja gar nicht gesehen die ganze Zeit. Na gut, dass ich gucke. Bruder, ab direkt ins Trainingslager mit Reshiram. Oh, kannst du jetzt bitte treffen, Bro? Kannst du jetzt bitte treffen? Dankeschön. Jetzt kann ich easy Cresselia reinwechseln. Was ich denke, was passieren wird, ich denke, Primarina wird schilden. Was ich also machen kann. Ich muss trotzdem Ele ich muss es machen. Ich muss es leider machen, Freunde. Okay, er schildert nicht. Sehr gut. Er schildert das Demeteros. Oh mein Gott. Ich war so kurz davor, das Demeteros einfach anzugreifen und komplett hops zu nehmen, Freunde. Oh mein Gott. So, ich kriege ein bisschen Recovery. Was ich jetzt machen kann, ist einfach mit Eisschrei auf das Demeteros zu gehen. Und ich kann meine Eleki noch nicht opfern. Ich opfere sogar lieber mein Reshiram. So witzig wie es ist. Oh, just kidding, ich bin schneller. Lol. Okay, das müsste GG sein. Ja. GG. Das war ein schöner Kampf. Okay, wir kämpfen gegen dieses Team. Warum auch immer da ein Quirtle im Team ist. Ich würde gerne mit Steelix. Sollte ich dem Teil vielleicht mal eine Stahlattacke geben? Sollte dem Teil mal eine Stahlattacke geben? Ich glaube, ich liege mit dem Boy und mit dem Boy. Und dann. Cresselia, glaube ich, und Steelix. Ich glaube, ich muss dem Steelix eine Stahlattacke geben. Weil ich sonst halt von Xerneas gewollt werde. Was ich jetzt machen kann, ist einfach auf Tailwind gehen. Oder? Ne, ich glaube, ich gehe lieber auf den Cresselia switchen. Und auf Blue Flare. Okay, Geomancy. Blue Flare trifft zur Abwechslung. Was ich jetzt machen kann, ist auf Helping Hand gehen und nochmal auf Blue Flare. Ah, ich glaube, ich muss dem Steelix eine Stahlattacke geben, sonst verliere ich gegen Xerneas. Kann ich hier mal direkt kalken. Steelix. Oh. Sorry, Moment. So. Gegen Xerneas, Uber Geomancy. Ja, sagen wir mal einfach das Set. Wenn ich dem jetzt sage Level 50, Level 50.
Ich glaube, ja, der selektiert beide meine Pokémon. Ja, ich muss hoffen, dass er eine Ball kriegt. Oh, ich habe einen Freeze gekriegt, nice. Das heißt, jetzt kann ich auf Trick rumgehen. Und auf Iron Defense. Das heißt, wenn ich jetzt sage, er hat Heavy Slam. Heavy Slam macht null Schaden. What the fuck? Ja, GG. Das habe ich, ich habe halt nichts gegen Xerneas. Was ist, wenn ich ihm gebe? Oh, was ist, wenn ich ihm Gyro Ball gebe? Sheesh. Gyro Ball macht so wenig Schaden. What the fuck? Mal gucken, was spielen denn die meisten Xerneas? Das ist VGC Series 10. Xerneas. Was ist denn so der Bulk, den die meisten Xerneas spielen? Die meisten Xerneas spielen. Interessant, dass so viele mäßig sind. Warte mal. Oh, Bruder, das regt mich so auf, wenn das passiert, ne? Ey, es ist unglaublich. Java Ball, das heißt KP und dann das dritte, also das erste und das dritte 108, also 124 und dann 188 ist das meiste, was die meisten spielen werden. Also 184 und dann 100, 124 und 188 ist, was die meisten Leute spielen werden auf Xerneas. Machen wir dann einfach mal Scheu, Timid. So. Moonblast tutet einfach Steelix, was krank ist. So, und wie viel macht Gyro Ball? Nicht ganz. Oh, Bruder, ich brauche 84 Angriff, das ist One-Hit garantiert. Nee, Bruder. Nee, Bruder, nee. Egal. Versuchen wir es nochmal, diesmal mit Gyro Ball auf unserem Stahltypen. Der, auf dem Stahl-Pokémon, was Xerneas kommt und so. Okay, wir kämpfen gegen Ho-Oh. Was interessant ist. Wie besiegen wir Ho-Oh? Mit Eleki. Mit Eleki. Das heißt, wir müssen erst das Raikou besiegen. Ich probiere mal das hier. Das probiere ich mal. Kann Steelix eigentlich Cursor lernen? Uff, er kann Cursor lernen. Das fände ich zu cool. Curse Steelix. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist einfach auf Obstruct gehen. Und mit Ice Beam auf das Lavados. Weil ich will halt das Lavados besiegen. Also ich muss halt die Pokémon um das Ho-Oh rum besiegen. Und dann kann ich erst das Ho-Oh. Oh mein Gott. Tschüss. Und das. Okay. Okay. Er hat auf jeden Fall Reitschuh in der Berg. Okay, er geht auf Nahkampf. Ich schlag sein Ding ab. Er hatte eine Offensivweste. Sacred Fire trifft, leider. Das heißt, jetzt gehe ich Regieleki. Was ich jetzt mache, ist mit Abschlag auf das Zapdos-Slot zu gehen, dann auf Schutzschild. Ich wusste, dass er Raichu geht. Abschlag, oh, es reicht gerade so nicht aus. Und er hat Erdbeben. Und er killt sein eigenes Raichu. Was ich jetzt also machen kann, ist auf Bodypress gehen und auf Donnerblitz. Wir wissen ja, dass er kein Schutzschild hat, weil er ja schon gezeigt hat, dass er eine Offensivweste hatte. Das heißt, Ho-Oh ist tot. Surging Strikes reicht absolut nicht aus, um mich zu besiegen. Der Gegner gibt auf. GG, Baby. Das hätte auch ganz anders ausgehen können, Freunde. Ich bin ehrlich mit euch. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das irgendwie gewonnen, Freunde. Und jetzt kämpfen wir gegen ein offensives E-Tornadus. Sieht aus wie ein Team, was Moxie Boost immer gemacht hat.
Und es sieht aus, als hätte das OnePlus One gemacht. Naja, auf jeden Fall müssen wir Reshiram mitnehmen, aber nicht als Lead. Ich denke, als Lead werden wir Cresselia Whimsicott nehmen, weil ich den mit Zauberraum rauskriegen will. Reshiram hinten drin und ich glaube auch wieder Steelix. Ich glaube, Steelix ist ja gar nicht so schlecht. Glaube ich wirklich nicht. Okay, Urshifu, Dark. Was wir also machen können, ist das hier. Ich versuche es zumindest, da ist eine Fliege oder so. Okay, Ermogel hebt meinen Elfhuhn. Weil er denkt, es reicht aus. So, Bezahlraum ist draußen. Jetzt können wir also auf einen dicken Eisbeam gehen und natürlich auf eine richtig wichtige Mondgewalt, Freunde. Ah, ein Fuego, richtig schlauer Play. Quasi Light, ja, schlau. Jetzt bringen wir aber Reshiram raus. Ich will nicht, dass er mich Mogel hebt, ist ein bisschen blöd. Dass er Mogel war, finde ich ein bisschen schlecht. Ich habe halt nichts gegen Mogel in dem Team. Scheiße. Okay, er geht Urshifu. Naja, Premium, Freunde. Was wir jetzt nämlich machen können, ist einfach das Fuego doublen. Würde ich sagen. Oder? Ja, warum eigentlich nicht, Freunde? Body Press, bam. Er verbrennt mich mit Flammenblitz. Wirklich. Er verbrennt mich mit Flammenblitz. Egal. Noch haben wir einen Zug vom Bezauberraum. Willaboom kommt rein. Das heißt, er will auf Mogelhieb gehen. Also wechsle ich den Boy rein. Und ich gehe mit Gyro. Ach nee, ich bin ja verbrannt, lol. Ich gehe mit Body Press auf das Urshifu. Er geht auf Detect. Mogelhieb, okay. Jetzt kann ich halt einfach auf mit Mondgewalt auf das Urshifu gehen. Und mit Body Press halt auch. Weil da hat er jetzt keinen Switch in mehr. Außer des Eternatus vielleicht. Das wäre jetzt schlecht für mich. Aber wenn ich Reshiram im Rückenwind reinkriege, kann ich vielleicht noch gewinnen, Freunde. Vielleicht. Okay, er wechselt das Eternatus auch rein. Mal gucken, wie viel Schaden das nimmt. Ich wäre halt richtig gerne auf so einen Gyroball gegangen, Freunde, ne? Aber ich konnte das halt einfach nicht machen, weil ich halt verbrannt bin, so. Gyroball hat er richtig hart reingehauen. So, wir gehen jetzt auf den Rückenwind. Ich will sogar fast Reshiram reinwechseln. Ja, eigentlich schon. Och, Bruder, das ärgert mich so hart bei der Verbrennung, ne? Ich wäre einfach auf Gyroball gegangen. Ich hätte so viel Schaden gemacht, Freunde. So, mein Elfhund ist jetzt tot. Rein kommt Steelix. Was ich jetzt mache ist, ich gehe. Ich wäre so gerne weiterhin auf Gyroball gegangen jetzt, ne? Wenn ich jetzt einen Drakemeteor droppe, kann ich das noch gewinnen. Okay, ich treffe. Exzellent. Aber ich habe nur noch zwei Züge vom Rückenwind, war. Der Boomer kommt rein. Ich gehe auf Body Press und ich versuche den Boomer zu treffen. Och, Bruder, ich wünschte, ich wäre nicht verbrannt worden, ne? Wicked Blow killt mich nicht. Body Press macht nur 41% Schaden. Oh. Also jetzt mein letzter Zug im Rückenwind, ne? Wenn ich jetzt den Boomer töte. Ah, ich glaube, ich muss den Boomer töten, weil ich glaube, Urshifu geht auf Detect. Ne, geht er nicht. Doch, er geht auf Detect. Und er geht auf Protect. Ach, schade. Richtig blöd, dass er mich verbrannt hat, einfach. Es ärgert mich. Wenn er mich nicht verbrannt hätte, hätte das Spiel so anders ausgesehen. Weil ich würde einfach Gyroball spammen mit meinem Steelix. Grassy Light. Wicked Blow. Reicht leider aus. Ja, GG. Mann, das tut einfach weh. Ich muss auf jeden Fall irgendeinem Pokémon.
Ich muss auf jeden Fall was gegen Mogeltyp reinbauen in das Team. Das steht, denke ich mal, klar. Ich denke, was ich machen kann, ist, ich nehme mein Serena. Ich tue das ins Team. Nee, da habe ich jetzt zwei offensivbeste Pokémon. Ich kann nicht Serena ins Team nehmen. Ich weiß nicht, wen ich ins Team tun soll. Ach, das ärgert mich einfach wegen der Verbrennung, wa? Vielleicht den Didi. Dann habe ich wenigstens ein bisschen was gegen Mogelhieb so. Psychic Seeds. Und ich habe Heal Pulse Support. Das klingt ziemlich episch. Heal Pulse, Protect, Follow Me. Bruh. Max HP, Max Defense, Fierce Bedef, Bold. Ja. Probieren wir das mal aus. Oh, das ärgert mich einfach. Freunde, das ärgert mich einfach. Und jetzt kämpfen wir in den Iveltal, wo ich gerade das Didi ins Team geholt habe. Naja, okay. Wir haben zum Glück einen Regieleki im Team. Regieleki ist sogar gar nicht so schlecht hier. Ich muss halt das Gortraum besiegen, damit der Lecky gewinnen kann. Das Gortraum besiege ich am besten mit Reshiram. Also ich glaube, ich liege einfach mit Cresselia und mit Regieleki und dann nehme ich mit Reshiram und den Didi oder Steelix. Ich brauche halt was gegen das Urshifu. Ich glaube, ich brauche auch Whimsicott. Was ist, wenn ich einfach nicht auf Bizarro gehe, sondern stattdessen Whimsicott mitnehme? Whimsicott, Eleki. Mit Reshiram. Und dann Steelix. Was, wenn ich das mache? Okay, er ist Urshifu Water. Das heißt, ich gehe einfach mal auf Rückenwind. Ich habe halt gar keinen Grund, hier jetzt auf Schutzschild zu gehen, leider. Würde wahrscheinlich einfach mein Regieleki-Mogel geben. Ja. Und dann töten. Ja. Das heißt, aber, dass ich jetzt Reshiram reinkriege, kann auf Mondgewalt gehen. Und jetzt muss ich das Fuego anfangen zu schwächen. Ich glaube, ich verliere den Kampf. Mondgewalt wird geschildert, R-Kräfte kommen raus, machen guten Schaden, er ist aber seine Zitrusbeerung, geht auf Abgangstirade. Jetzt will er nochmal auf Mogelhieb gehen. Ich brauche was gegen Mogelhieb einfach. Ich hab's aber nicht. Ich hab was gegen Mogelhieb jetzt und ich hab's aber nicht mitgenommen. Ja, ist das auch verloren schon. Das ist, ah, das ist einfach schlechtes Team. Ich brauche was, irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwas, was gut gegen Mogelhieb ist. Serene wäre gut gegen Mogelhieb. Ja, Bruder, jetzt joinen die auch noch, während ich hier komplett das Hops genommen werde. Was ist das denn? Mann, das ist einfach sad. Ich brauche, glaube ich, einfach ein. Weiß ich nicht. Warum auch immer mich das auf einmal gekillt hat, ne? Muss man ja auch erstmal verstehen. Bruder. Bruder! Ich bin gerade richtig hart am Struggeln einfach. Ich brauche was gegen Snarl, ich brauche was gegen Fuego. Aber ich brauche auch was, was gut gegen Mogelhieb ist, ne? Ich glaube, ich tue erstmal wieder auf Sergun rein. Moment, vielleicht kann ich jetzt noch gewinnen.
Nö. Zumindest ich brauche irgendwas, was gut gegen Mogelhieb ist, ne? Was ist, wenn ich Whimsicott rausnehme? Einfach komplett sage, nee, gar keinen Bock auf diese ganzen Mogelhieb-Geschichten und einfach jetzt in die hierfür reinnehme. Was ist damit dann? Dann kriege ich Bezauberung raus und dann kriege ich Reshiram rein. Aber ich will Reshiram gar nicht im Bezauberung haben und Steelix eigentlich auch nicht. Was ist, wenn ich sage, was ist denn noch gut gegen Mogelhieb? Irgendwas, was gut gegen Mogelhieb ist. Ah, ich glaube, ich nehme doch einfach Zivine. Aber ich nehme, was ist, wenn ich einfach Reshiram nicht offensivfeste mache? Ich glaube, ich nehme einfach meinen Zivine. Ich gebe dem aber ein paar andere Sachen. Und zwar, wo ist es denn? Paste. Und zwar, was ist denn mit? Ich kann es halt nicht offensiv feste machen, ne? Das heißt, was wäre. Probieren wir das einfach mal aus, Freunde. Probieren wir das einfach mal aus. Oder? Ja, warum nicht? Warum denn nicht, Freunde? Wie lange geht das Video überhaupt schon? Eine halbe Stunde, oh. Ja, egal, es ist mir halt ein bisschen, ne? Ist ja gar kein Problem eigentlich. So, der Gegner hat Rückenwind, das heißt, der Boy wird richtig reinhauen und dann nehme ich Reshiram daneben und dann halt Serena mit. Damit ich Reshiram rauswechseln kann in Serena. Und dann das Suicune zu besiegen. Dann letztes Pokémon. Wahrscheinlich Cresselia. Ja. Probieren wir mal das hier aus. Etornados Rillaboom. Ich kann also Serena reinwechseln und einfach mal einen Draco-Meteor droppen. Triff. Let's go. Oh mein Gott, ja. Tschüss. Das war schon mal sehr gut. Jetzt können wir einfach mit Dreifach Axel auf den Boomer gehen und Cresselia reinwechseln. Reshiram einfach komplett Poggers. Eins, zwei, drei. Drei, hol. Ja, geht auf Holzhammer. Oh mein Gott, das macht richtig viel Schaden. Und er geht auf Gyroball. Okay. Das heißt, jetzt müsste Catwender ausreichen, um ihn zu besiegen. Und ich hoffe mal. GG. Reshiram vor The Win, Alter. Let's go. Oh, der Reshiram ist gerade richtig reingegangen, Alter. Habt ihr das gesehen? Okay, jetzt kämpfen wir gegen dieses Team und wir sehen ein Calyrex. Das heißt, wir können einfach mit Obstagoon leaden und Reshiram. Und dann nehmen wir mit Steelix und entweder Eleki, Cresselia, ihn. Ich glaube, ich mag Cresselia in dem Kampf. Ja. Ja. Was ich jetzt gerne machen würde. Oh Mann, ich kann wieder nicht in den Teambuilder gehen. Das ist ja richtig zum Kotzen, ey. So, auf Sagoon. Das heißt, wir gehen direkt mal auf Knockoff. Und auf Blue Flare. Yeah, Blue Flare. Let's go. Das Gute ist, Indeedee kann auf Sagoon wahrscheinlich nicht treffen. Außer er hat halt Mystical Fire. Und das Calyrex kann halt auf Attacken gehen, aber ich glaube, ich werde nicht gewone-hittet, das glaube ich. Okay, er ist schon mal tot, Bizarro ist draußen. Mal gucken, wer jetzt reinkommt. Stecker-Decker. Okay, das kann mich natürlich komplett hops nehmen. Ich würde gerne mit Abschlag auf das Teil gehen, damit es in Range von Body Press ist. Und wenn ich diesen Zug überlebe, kann ich auf Erdkräfte gehen. Oh mein Gott, Obstagoon, die Legende. Ich habe die Lammbeere abgeschlagen. Was ich jetzt machen kann, ist Steelix gehen.
Ich kann mit Close Combat in das Muramura gehen und dann auf White Guard. Ist mega spannend gerade der Kampf, lol. Protect. Mal gucken. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, er hat eine Chopperbeere. Das heißt, er nimmt gar keinen Schaden. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann das Saven und Cresselia gehen. Und dann gehe ich auf Curse. Body Press macht keinen Schaden. Ich gehe auf Fluch. High Horse Power. Was ich jetzt machen kann, ist einfach. Wen will ich killen? Ich will das Koronospra killen, war. Das heißt, ich gehe auf Helping Hand. Und na, ich glaube, ich gehe lieber in das. Ich gehe lieber auf Ice Beam und dann mit Body Press in das Muramura. Weil ich weiß ja, dass er das Muramura nicht schilden kann. Und er geht Lando. Und er geht auf Gyro Ball, was ich tanke. Body Press, er ist tot. Und Ice Beam in das Lando. Sheesh. Okay. Jetzt muss ich das Lando töten. Dringendst. Ich hoffe, er geht nicht auf Schutzschild. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich gehe doch lieber mit Body Press darauf. Okay, außerdem haben wir gelernt, wir brauchen auf jeden Fall das physisch-defensive Cresselia Set. Ice Beam. Bizarro-Raum ist draußen. Jetzt kann ich also auf Moonlight gehen. Und auf Obstruct, glaube ich. Scheiße. Och nee. Das ist jetzt ärgerlich. Das hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Aber ich habe halt nicht das physisch-defensive Cresselia-Set. Ich habe halt das speziell defensive. Das heißt, das werde ich jetzt ändern. Mit dem Set hätten wir den Kampf jetzt gewonnen, Freunde. Das heißt, das ändere ich jetzt schnell. Haben wir draus gelernt. Das wäre jetzt aber viel zu cool gewesen, das zu gewinnen, weil das wäre ein so geiles Ende für das Video gewesen. Aber nee, ich muss ja unbedingt flexen mit dem speziell-defensiven Cresselia, was vollkommen unnütz ist. Weil ich sowieso zwei Koronospa-Counter im Team habe. What the fuck? Naja, egal, Freunde. Machen wir mal weiter. Oh, das wäre so ein schöner Win gewesen. Ach, guck mal, direkt ein Koronospa, ja, perfekt. Premium. Das heißt, wir leaden direkt mit Obstagoon. Und entweder mit Regieleki oder mit Reshiram. Reshiram ist eigentlich ein sehr guter Lead. Ich würde trotzdem eigentlich gerne mit Regieleki leaden, falls er mit Indeedee leadet, der Gegner. Hinten drin auf jeden Fall Reshiram. Und dann entweder Steelix oder Cresselia. Ich mag sogar fast Cresselia eigentlich mehr. Er leadet aus irgendeinem Grund mit den beiden. Das heißt, wir können einfach auf Obstruct gehen. Und auf Elektronetz. Weil damit brechen wir den Fokusgurt von dem Mianschau. Und ich glaube, er will mit seinem Mianschau auf jeden Fall mit Obstagoon angreifen. Das heißt, wenn wir mit Elektronetz es schaffen, das Mianschau zu töten im nächsten Zug, haben wir halt unser Obstagoon. Oh, guter Play. Der. Not bad, not bad. Aber zum Glück habe ich einen Fokusgurt, das heißt, der Play hier ist ziemlich safe. Ich bin schneller, Wood? Ach so, wegen minus 1 Speed ergibt Sinn. Das heißt, wenn er jetzt Cresselia, wenn er jetzt. Okay, er holt Incineroar raus, das heißt, ich kann auf Obstruct gehen. Und ich kann mit Ice Beam das Mianschau angreifen. Er ist schon auf minus 2 Verteidigung. Frogjob. Oh, das macht richtig viel Schaden. Okay, Premium. Das heißt, wenn ich jetzt mein Obstagoon rauswechsle. Nee, warte mal. Wer ist langsamer? Halt, wenn ich einen Knockoff rauskriege, gewinne ich, ne? Ich glaube, was ich also mache, ist einfach. Ich glaube, ich gehe einfach auf Close Combat. In das Fuego. Ja. Ah, er ist langsamer. Sad. Das heißt. Ja, jetzt gehe ich Reshiram. Und ich gehe jetzt auf Spukball, womit niemand gerechnet hat. Und ich gehe auf Moonlight.
Leider ist das Fuego langsamer als mein Coronospor. Ja, als mein Cresselia. Big sad. Aber vielleicht gewinne ich das. Vielleicht. Yes, er hat keinen Focus Gurt. Oh mein Gott. Erdkräfte. Moonlight. For the win, baby. GG. Ohne Witz. Ich glaube, das Team ist ziemlich gut, Freunde. So wie es jetzt ist. Ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es ziemlich gut. Eine Sache würde ich vielleicht noch ändern. Ich würde vielleicht dem Regieleki den Fokus gut geben. Aber der ist leider auf Absagoon einfach ein Muss, Freunde. Das heißt, ja, ich würde sagen, ich habe sehr viel mit Reshiram verloren. Und jetzt habe ich trotzdem ein ziemlich cooles Team mit Reshiram gemacht. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Schreibt mir in irgendeinen Kommentar. Vielleicht habt ihr auch Ideen für ein Reshiram-Team. Vielleicht habt ihr generell Ideen für ein Team. Soll ich die mal ausprobieren einfach? Ja, lasst ein Like da, was euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.